Hi, herzlich willkommen wieder bei Tactical Gunnybeard. Heute habe ich etwas richtig Schönes hier für euch. Und zwar die 1911er Hugo Schmeisser mit 5-Inch Barrel und dem LPA Visier. Heute haben wir noch hier das hier zur Verfügung gestellt bekommen. Einen wunderschönen Waffenkoffer, der von, hier steht's, Guncore, der Firma Core Guns, vertrieben wird. Das sind wirklich richtig schöne Koffer, richtig schön stabil, mit tollen Schnappverschluss. Oh, ja, so. Und richtig schön ausgepolstert mit mehreren Lagen. Da könnt ihr schöne Sachen reintun, schön tief. Schon mal danke, dass ihr uns das zur Verfügung gestellt habt. Ja, für weitere Informationen, Link ist unten drin. Und jetzt kommen wir schon hier zu der Hugo Schmeisser. Genau dieses schöne Baby, das ich hier auf dem Tisch stehen habe, könnt ihr probeschießen, und zwar bei Schnupperschießen Bayern. Da geht ihr auch mal unten auf den Link drauf. Oder hier oben in der Infokarte ist für euch nochmal der Link zum Channel drin. Guckt mal rein, und wenn ihr das schöne Stückchen schießen wollt und mal in die Hand bekommen möchtet, meldet euch bei Schnupperschießen und dann geht's los. Ja, wo kommt der Name Hugo her? Das ist der Konstrukteur von Schmeisser gewesen. Deswegen hat man die Waffe auch nach ihm dann benannt. Und das Ganze wird in Deutschland, in Krefeld, im Schmeisserwerk auch zusammengesetzt. Damit habt ihr ein qualitativ hochwertiges Produkt made in Germany. Im Gegensatz zu vielen anderen Billigherstellern, zum Beispiel aus den USA, die 1911er natürlich halt einfach nur auf Lizenz bauen. Die hier fühlt sich hingegen richtig, richtig wertig an. In diesem Thunder Bronze, wunderschöne Farbe. Und richtig schön auch hier dazu in diesen, mit diesen Carbon-Griffschalen. Das ist einfach optisch ein richtiger Hingucker. Und die fühlt sich einfach so richtig in der Hand an. Und auch die Spaltmaße sind hier so gut wie gar nicht vorhanden. Der Schlitten ist richtig, richtig leicht zu betätigen, wenn man natürlich die Sicherung wegmacht. Ja, das ist, sieht man bei einer 1911 so gut wie nie. Wir haben hier so ein paar Special Features dabei. Wir haben einen Matchlauf drin, das ist der 5-Inch Matchlauf. Und wir haben noch einen Bushing-Abzug mit ungefähr 2200 Gramm Abzugsgewicht. Und wie ihr sehen könnt, der geht butterweich, richtig butterweich. Ja, dann habt ihr hier oben die LPA-Visierung. Das ist schon mal wunderschön, weil die in der Höhe und in der Seite verstellbar ist. Damit natürlich auch richtig schön präzise einzustellen. Und wir haben halt hier so ein paar kleine taktische Vorteile an der Waffe, wie zum Beispiel einfach eine beidseitige Sicherung. Das heißt, hier als Linkshänder gehe ich schön mit dem rechten Daumen dahin. Als Linkshänder, genau, andersrum. Und dann kann ich auch ganz leicht die Sicherung hier einfach benutzen an der Seite. Das Ganze hat 1150 Gramm Gewicht. Die Gesamtlänge ist bei 21,5 cm und die Lauflänge hat 12,7 cm Lauflänge, genau, 12,7, das sind auch die 5 Inches. Dann haben wir natürlich ein einreihiges 10-Schuss-Magazin, wie es für 1911er halt ziemlich normal ist. Und natürlich, was ihr hier auch seht, ist natürlich hier die Handrückensicherung. Das ist auch so ein typisches Feature, das muss einfach jeder 1911er haben. Ja, und hier oben, ihr habt gesehen, mit einem Hammer ist das Ganze hier betrieben. Das ist ein Commander Hammer. Und innen drin haben wir den ganz normalen klassischen Browning-Verschluss. So, wie ihr seht nochmal, butterweich, super schön vom Abzug. Ja, zusätzlich haben wir hier unten sogar nochmal eine Picatinny-Schiene. Das ist auch der nächste taktische Faktor hier an der Waffe. Das heißt, ihr könnt euch natürlich irgendwelche Dinge hier nochmal dran schrauben. Ja, in Deutschland natürlich Licht so nicht erlaubt, aber wie gesagt, ein Mantis-Gerät könnt ihr immer noch dran machen oder ein Smart-Shot-Gerät. All das könnt ihr alles unten anschieben. Also die Möglichkeit besteht einfach. Ne? Ja, hier, wie gesagt, vorne auch, genauso wie hinten, für einen Press-Check. Eine schöne Rifflung hier, habt ihr gesehen, ich hätte es eigentlich jetzt mit einem Finger machen können. Das ist unglaublich cool. Fühlt sich einfach richtig gut an. Dann, was ihr hier auch habt, ist noch ein vergrößertes Auswurffenster. Damit gibt es wahrscheinlich einfach weniger Probleme beim Auswerfen von einer Patrone, von einer leeren Hülse. Ja, ich kann einfach nur immer wieder damit rumspielen, weil das wunderschön ist. Und das Gewicht ist halt wirklich
sehr angenehm. Also es ist nicht schwer jetzt, aber man merkt einfach, da ist wirklich Bums dahinter. Und ihr werdet gleich nochmal zwei kleine Ausschnitte sehen, wie wenig Bewegung da einfach im Schuss passiert. Das habt ihr halt eben dem tollen Gewicht auch zu verdanken. Ja, wenn ihr daran interessiert seid und wissen wollt, was die Schmeiser-Hugo noch alles drauf hat, wie gesagt, geht gerne bei Schnupperschießen Bayern vorbei, meldet euch zu einem Kurs an und schießt das gute Stück einfach mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann like bitte und folgt uns hier auf YouTube und auf Instagram. Und dann bis zum nächsten Mal. Gunny out.